Die Vorbereitung auf die neue Saison ist gestartet. Knapp 3000 Fans begrüßen die Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Beim Trainingsauftakt auch mit dabei ist der neue Co-Trainer Marek Mintal. Ich muss sagen, ich habe schon sich komplett ganze Woche vorbereitet bei U23. Weil nach letztem Spiel für die Amateure war klar, ich steige bei den Amateuren auf. Und Freitag kommt die Info, bin ich ab heute bei den Profis. Und was soll ich sagen? Nix. Schon wieder nächster Traum für mich in Karriere und nach Karriere. Marek Mintal steht also ab sofort dem Trainergespann Wiesinger Reutershahn mit Rat und Tat zur Seite. Beim Trainingsauftakt ebenfalls im Fokus die 5 Neuzugänge. Ginczek, Anger, Stepinski, Weber und Upov von der U23. Beim Aufgalopp nicht mit dabei sind die Nationalspieler Nilsson, Peckert, Mack, Klose und Kiyotake. Auch Mike Franz steigt nach Verletzung erst später ein. Trainer Michael Wiesinger freut sich schon auf die neue Saison, in die er erstmals als Cheftrainer beim Club geht. Ja, wir haben jetzt ja nicht die allzu große Veränderung vorgenommen. Ja, und einige wirklich junge, hoffnungsvolle Spieler dazu bekommen, wo wir große Erwartungen haben. Und ich freue mich jetzt drauf, da mitzugestalten, von Anfang an dabei zu sein, jetzt auch 6 Wochen Zeit zu haben, ist auch ein bisschen ein Unterschied. Ja, ich erinnere kurz, im Winter waren es knapp 2 Wochen. Ja, und war natürlich klar, dass man da die Sache ein bisschen anders angeht. Und jetzt, wie gesagt, Basis schaffen, taktische Dinge umsetzen. Aber nochmal, es geht darum, dass wir unser Gerüst hier wieder ins Laufen kriegen, dass wir Stabilität reinkriegen. Und das wird auf jeden Fall das sein, was für uns wichtig ist, um in der ersten Liga zu bestehen. Die Grundlagen für die neue Saison werden ab Montag im ersten Trainingslager in Lengenfeld gelegt. Dort wartet am Freitag auch das erste Testspiel auf die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger.